Nee, auch mal. Ich habe ein bisschen Blut geleckt da oben. Ne? Wir sind schon live. Nämlich nicht auf der Mönzseite. Das ist der nächste Flugplatz. Den habe ich gesehen. Der ist gar nicht weit weg. Ja, das sind Luftlinien 8 oder 10 Kilometer. Sowas. Ja, weshalb ich jetzt hier oben stehe. Man sieht es an den Schuhen, man sieht es an den bemuskelten Unterschenkeln. Ne? wir sind jetzt hier beim Heiko. Mhm, genau. Du bist auch Winzer hier in Bad Neuenahr oder in Heppingen. Genau. Heppingen. Und auch betroffen. Ja. Jawohl, ja. Und du hast jetzt hier ganz viele helfende Hände, ganz viele Engel vom Helfer-Shuttle. Und ich glaube, noch mehr Leute, ne? Oder? Ja, genau. Also insgesamt sind wir heute mit 50 Leuten. Genau. 50 Leute? Ja, genau. Also wir haben eine ziemlich große Anzahl jetzt die letzten Tage geordert. Wir sind jetzt aktuell parallel am Arbeiten, also zum Teil am Entblättern. Teils sind wir schon am Traubenlesen, Frühburgunder. Heute jetzt der erste Tag Spätburgunder und... Ja, da waren wir jetzt. Was ist der Unterschied zwischen Früh- und Spätburgunder? Wo ist da der Knick? Der Knick, das sind grundsätzlich mal zwei verschiedene Sorten. Die sind ganz eng verwandt miteinander. Wir haben da bei dem Frühburgunder, wie der Name schon sagt, einen Reifevorsprung von circa 14 Tagen. Und ja, das ist auch ein Familienmitglied der Burgundersorten. Ist eine Mutation vom Spätburgunder, also eine natürliche Mutation. Daraus ist der entstanden. Und ja, der ist halt wie gesagt früher reif. Und den haben wir jetzt letzte Woche reingeholt. Und heute sind wir dann den ersten Tag am Spätburgunder lesen. Ja. Und du berichtest ja jetzt auch gerade eben, wir haben schon ein bisschen gequatscht, von der Essigfliege, die ein Problem ist. Ihr habt die Blätter wegen der Beschattung abgemacht, aber gab es dies ja gar nicht so eine große Beschattung, sag ich mal. Ja, genau. Verstehe ich das, weil wir wenig Sonnenschein hatten, ne? Wir waren geprägt in den letzten 3 Jahren von so viel Sonne. Also die Jahre 18, 19, 20 waren ja mit viel Sonne und da hatten wir halt auch verstärkt Probleme mit Sonnenbrand. Und genau das hatten wir dieses Jahr nicht. Wir sind halt prophylaktisch hingegangen und haben nur eine Seite entblättert, also die Schattenseite, um die Sonnenseite so ein bisschen mit Blättern noch zu belassen, dass die Trauben da in der... ein bisschen im Schatten einfach hingen und das war dieses Jahr bei dem ganzen Niederschlag eher kontraproduktiv. Ja. Und jetzt haben wir das Dilemma. Jetzt hat sich da halt so ein bisschen feuchtes Milieu gebildet. Die Kirschessigfliege, die ist dieses Jahr wirklich ein großes Problem und die fühlt sich natürlich da super wohl, schön geschützt im Schatten, in einem feuchten Milieu. Und da sind wir halt jetzt parallel zur Lese, sind wir da auch noch am Entblättern in der Traubenzone. Landwirtschaft ist immer so ein bisschen wie Spielcasino, ne? Ja, genau. Kann dreimal rot kommen, dann machst du beim vierten Mal, setzt du auf rot und dann kommt genau ist alles verloren, je nachdem. Aber ganz so schlimm ist ja nicht, ne? Weil du hast ja viele Leute, die dir jetzt unter die Arme greifen. Ja, genau. Du sagst eben, viel Arbeit ist liegen geblieben. Ja, richtig, genau. Also die Flut hat uns auch sehr heftig betroffen. Wir haben ein ziemlich großes Betriebsgelände, wo viel, viel Schlamm geschüppt werden musste. Also man kann das so in Tonnen, so um die 1800 Tonnen Schlamm, die wir aus dem Betrieb rausgeholt haben, die wir da wegschaffen mussten. Das musste alles sauber gemacht werden, Hochdruckreiniger. Die ganzen Tanks mussten wieder aufgestellt werden, die Fässer alle rausgeholt werden aus den Kellern, also regelrecht geborgen, weil mit dem Stapler kommt man im Keller oft nicht parat. Und die ganze Installation musste neu gemacht werden, Wasserleitung, Kühlleitung, Druckluftleitungen, einfach alles, Dichtungen an Tanks, das musste alles erneuert werden und dadurch ist so viel Arbeit draußen liegen geblieben, die man halt jetzt noch so in den allerletzten Zügen tatsächlich mit den Helfern noch hinbekommen. Also dieses Entblättern. Viele Grüße aus Paraguay. Aus Paraguay, oh wei. Das ist schon verrückt. Das Krasse ist ja, Heppingen ist ja extrem betroffen. Ich will euch jetzt nicht von der Arbeit abhalten, wenn du jetzt hier Anweisungen geben musst. Der Rest der Mannschaft ist unterwegs, die kommen jeden Moment. Wir haben Eimer und Scheren dabei. Dann, ich würde sie essen. Heppingen, ich habe eben in der Siedlung gedreht, wo das Haus auch schwimmen gegangen ist. Das sieht ja echt übel aus. Da grenzen wir auch dran mit dem Betrieb, ja. Das heißt, ihr wart auch in der Höhe betroffen? Ja, ja. Also erster Stock, hier ist der berühmte Klingelton. So, wieder weg. Mhm. Ja, ja, genau, richtig. Also wir hatten an dem höchsten Punkt bei unserem Hof auf dem Betriebsgelände knapp 5 Meter Wasserpegel. 5 Meter? Mhm. Genau. Also 5 Meter, ein Kellerloch auszubaggern sind 3 Meter. Daran habe ich immer so ein Höhenverhältnis. Ja, genau. Ja. Krass. Also bei uns ist wirklich alles da komplett im Wasser gewesen. Die Privathaushalte, die Kellerei, alle Maschinen, komplett einfach alles. Deine Traktoren und so, alles? Alles kaputt. Keine Chance gehabt, irgendwas in Weinberg zu retten? Nein, gar nichts. Bist du nicht gewarnt worden vorher? Nein. Gar nichts? Nee. Das verstehe ich irgendwie alles nicht. Wir hatten 2 Minuten von 0 auf die 5 Meter. Also das ging auch sehr, sehr schnell. In 2 Minuten? In 2 Minuten. Also wirklich eine Flutwelle? Ja, genau. Wir liegen ja so ein bisschen in der Bucht da in Heppingen vor der Landskrone da. Und die Wassermassen, die kamen tatsächlich entgegen der Flussstromrichtung
in den Hof rein, also genau entgegengesetzt. Ich vermute mal, dass das Wasser sich da so ein bisschen gedreht hat und das kam halt tatsächlich entgegen der Flussrichtung zu uns rein. Das muss ja dann um 23 Uhr? Ja, also halb zwölf, ja. Viertel nach elf und halb zwölf, genau. Ja, genau. Das sind schon krasse Bilder. Mein Bruder, der ist noch in der Keller rein, hat noch versucht, eine Pumpe aufzubauen. Gut, im Nachhinein lachhaft. Bei den Wassermassen, die da gekommen sind, keine Chance mehr. Hat noch versucht, die Fassspunde auf die Fässer drauf zu hauen. Und bei dem Versuch wäre er wirklich auch selber bald da aus dem Keller nicht mehr rausgekommen. Und bei mir das Gleiche, ne? Kinder raus, Hund raus, alle versucht noch schnell aus dem Haus rauszuholen und ins Haus rein, alle raus und dann stand das Wasser schon bis unter das Kinn. Also das war eine, also wenn der in zwei Minuten eine verkehrte Entscheidung gefällt hat, der hat ein Problem. Und deine Entscheidung war dann welche? Ja, erste Familie raus und dann habe ich noch den Gabelstapler rausgeholt, weil ich dachte, den brauchen wir zum Aufräumen. Und das habe ich dann noch gerade so geschafft. Ja. Ja. Glückwunsch. Ja. Also ja. Das ist, ja, dieses Mal eben, das ja. Hat viele Menschenleben gekostet. Das ist das, was ich immer wieder höre. Ja, mal genau. Eben, ne? Mal ja. Eben wäre es eine Minute später gewesen, hättest du mal eben vielleicht nicht mehr stehen können. Ne? Richtig. Und, aber eben, das ist kein Vorwurf, dass jeder hätte so gehandelt wie du. Ne? Einfach krass, die Geschichten. Deshalb freut es mich umso mehr, dass das hier von den Leuten gehört wurde, dass hier Hilfe benötigt wird. Ne? Ja, die Geschichte erzähle ich auch tagtäglich den Helfern. So, ich blende euch mal mit ein. Ja. So. Und die Geschichte erzähle ich auch den Helfern tagtäglich, weil ich höre auch immer von den Helfern wieder jeden Tag dasselbe. Ey, das wird nach außen hin nicht so kommuniziert. Uns wurde gesagt, es wird keine Hilfe benötigt. Das sind die Sätze, die ich jeden Tag höre. Und das finde ich eigentlich ein Unding. Also jeder, der dann hier war, der sagt tatsächlich, wieso wird das nach außen nicht kommuniziert? Und ich halte da immer ganz klar dagegen und sage, das hier ist auch nächstes Jahr noch nicht gebügelt. Ne? Und, ja. und das finde ich halt das Starke, dass der diese Helfer kommen, sehen das und kommen wieder. Die kommen alle wieder. Ne? Das sind alles Wiederholungstäter. Die waren Wochenende hier, fahren dann eine Woche nach Hause und sagen dann, ich hole mir noch eine Woche Urlaub und komme nochmal wieder. Und das finde ich ganz großes Kino. Ja. Absolut. Ne? Und dieser Helferstrom, der darf einfach nicht abreißen. Diese Hilfe wird noch benötigt. Und das Ahrtal lebt ja vom Wein. Und wir müssen gucken, dass wir die Ernte reinkriegen. Und das ist jetzt umso wichtiger, ne? dass alles wieder läuft, dass die Weinszene wieder aufgebaut wird, dass die Hotels wieder aufmachen, dass wir wieder Gäste empfangen können, dass die Restaurationen wieder in Gang gebracht werden. Das ist in vielen Ortsteilen einfach noch nicht der Fall. Da ist noch so viel Müll wegzuräumen, noch teilweise noch Häuser, wo noch Schlamm drin liegt. Und das nach 8 Wochen. Ne? Und das darf einfach nicht passieren, dass dieser Helferstrom abreißt. Ja. Ne? Ich habe gerade gesehen, du warst gerade im WDR wohl. Kann das sein? Ist denkbar, ja. 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 Vielleicht übertragen die ja meine Übertragung. Ja. Nee, ja. Aber es ist einfach wichtig. Ich kriege das ja auch mit. Also Martin Rütter, der war eben mit mir unterwegs. Der ist immer noch unten. Der ist geschockt. Ne? Also das, wenn du das siehst, und wir waren ja in Walpotsheim, da sieht es ja nicht schlimm aus. Wenn du dann mal die Straße Richtung Dernau weiterfährst, nur mal durch die Ampelanlage, da bist du in der Welt. Ja, genau. Du kannst das nicht fassen. Ja, genau. Samstag war schon Altena. Das ist schlimm. Da muss man einfach. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss wieder fahren am Montag. Man muss da helfen. Das ist schlimm, ne? Ja, ist, wenn du dann politikmäßig am Samstag war, der Hauptmann Ute von der Bundeswehr, die ist jetzt freigestellt bis Ende Oktober, aber nur 4 Soldaten, ne, Hauptmänner. Das ist einfach zu wenig. Hier passiert nichts von der Politik. Freiwillige kommen ja immer, aber das ist noch zu wenig. Und ich weiß nicht, muss doch hier weiter, muss aufgebaut werden. Ja. Wo sollen die Leute im Winter? Das muss doch alles fertig gemacht werden, die Häuser. Das ist. Das geht jetzt schnell, ne? Ja. Die Tage werden schon viel kürzer. Ja. Heute Morgen war es eisekalt oben am Helfershuttle. Ne? Ja. Ich hatte die Winterjacke an. Ja. Das geht jetzt alles ruckzuck. Ich bin hier am Filmen. Ist das für euch alle okay? Ist das für euch okay? Wippi TV. genau. Echt? Ist das okay? Ja? Ja, ja. Ja. Nee, so hast du denn deine ganzen Jahrgänge verloren? Oder? Alle nicht. Also es sind viele Fässer ausgelaufen, klar. Die sind alle aufgeschwommen. Teils sind die Spunde halt aufgegangen. Es sind viele Tanks umgestürzt. Die sind aufgeschwommen, ne? Die Edelstahltanks.
Und da haben wir schon einige tausend Liter verloren, ganz klar. Ne, viele Flaschen sind auch kaputt gegangen, die ganzen Palettentürme sind eingestürzt. Also ich lade dich gerne mal ein, vorbeizukommen. Wir haben eine kleine Fotogalerie bei uns unten in der Kältehalle aufgebaut, wo man die Bilder auch tatsächlich nochmal so sieht, die wirklich am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag, muss man sagen, wie man wieder so bis zum Bauchnabel im Wasser stehen, wieder da rein konnte. Und da haben wir so die ersten Bilder gemacht. Wenn ich es mir heute angucke, denke ich, das kann gar nicht sein, dass das so ausgesehen hat. Also macht man so oder so eine Weinprobe bei dir? Auf jeden Fall. Diese wenn man die Bilder sieht. Ja, auch genau. Diese Bilder bleiben auch da hängen. Definitiv. Ja. So einfach nochmal als Erinnerung. Weil das kam sich heute, also das ist erst die 8. Woche. Ja. Aber wir hatten in dieser Zeit, gerade in den ersten Tagen, wie die Landwirte, ich kann mich gut erinnern, da kam ein Landwirt aus dem Westerwald runter, ich glaube durch deinen Aufruf sogar. Ja. Die kamen runter am nächsten Morgen, wir standen da, haben das Desaster gesehen und wussten jetzt gar nicht, was machen wir jetzt und wo fangen wir an, wo hören wir auf. Und alles war kaputt, alles war voll Schlamm, es stank überall. So, und dann kann ich mich gut erinnern, da kam dann ein Landwirt vorgefahren, der hatte vorne ein Schneeschild dran und hinten einen Anhänger dran. Da war so alles drauf, ein Minibagger, ein Stromaggregat, Kabel, Werkstattkiste, Akkuflexen, alles was man in dem Moment brauchte. Hat den Anhänger abgestellt bei uns vor der Tür und hat gesagt, hol euch, was ihr braucht. Sag mir Bescheid, hier ist eine Karte, wenn ihr fertig seid. So, und dann ist er mit dem Schneeschild einfach mal eine Runde bei uns über den Hof gefahren und hat einfach mal erstmal alles an Seite gedrückt, damit wir uns überhaupt bewegen konnten. Wir hatten 30 Autos auf dem Betriebsgelände rumstehen, wo nicht unser Kennzeichen drauf war. Mülltonnen, Unrat, Baumstämme, einfach alles, was da rumlagen, das hat er halt einfach, ohne dass wir dazu irgendwas gesagt haben, der hat einfach gemacht, der hat nicht lang gefragt. Ja, genau. Der war einfach da, der hatte einen klaren Kopf, der war ausgeschlafen, wir hatten die Nacht ja quasi durchgemacht und und so konnten wir dann erstmal anfangen zu helfen. Der Nächste kam mit einem Güllefass und hat den Schlamm weggespült, damit wir überhaupt mal irgendwo was sauber abstellen konnten. Und also ganz großes Kino und wir hatten halt den Vorteil in Heppingen, wir sind von drei Seiten anfahrbar gewesen. Das war gerade in den ersten Tagen ja ein großes Problem durch dieses Verkehrschaos. Und wir haben da unsere Straße stellen können, Hand heben und zack, 20 Leute da, die einfach gesagt haben, ey komm, wir packen euch an. Ja. So, und dann ging das los, Flaschen waschen. Ne? Wir hatten über 100.000 Flaschen zu waschen, die im Schlamm gelegen haben. Es musste alles sortiert werden, verschiedene Jahrgänge, verschiedene Füllungen, verschiedene Rebsorten. Ne? Die Gitterboxen, wo wir sie reinlegen wollten, waren nicht mehr da. Man musste dann alles improvisieren irgendwie. Und die Herausforderung bestand einfach darin, dass dieses ganze Chaos irgendwie so ein bisschen wieder in Ordnung zu halten. Und wir hatten Tage dabei mit über 100 Helfern. Und wir sind eine große Familie. Ich habe noch zwei Geschwister. Ne? Mein älterer Bruder, der ist bei uns der Kellermeister. Ich mache den Außenbetrieb. Mein jüngster Bruder macht das Hotel, was wir an das Weingut angegliedert haben, wo auch der Keller unter Wasser gestanden hat. Und dadurch, dass wir da so vielschichtig arbeiten konnten, mein Vater hat dann oben im Weinverkauf weitergemacht, sodass alles eigentlich mehr oder weniger normal weiterlief. Weil viele Leute haben dann angerufen nach ein paar Tagen und gefragt, wie können wir euch helfen, was können wir tun? Wollen wir eine Spende haben? Da haben wir dann gesagt, nein, kauft einfach den Wein, dann ist okay. Mhm. Ne? So. Und manche kamen auch einfach vorbei und haben geholfen, haben gar nicht lang gefragt. Die waren da, die hatten einen Blaumann, Schippe, Abzieher, Schubkarre und dann haben die angefangen. Ja. Ne? Also das ist ja, wenn ich jetzt hier, ich darf einmal rumfilmen, ne? Also das ist ja auch so unfassbar. Das werden immer mehr, 50 ja. Leute sind heute hier, freiwillig zum Helfen. Was ist dein normaler Job? Gesundheits- und Krankenpfleger normalerweise. Und jetzt hier eigentlich hauptsächlich stemmen und jetzt halt heute mal hier zur Vorlese quasi. Ja. Ja. Und das finde ich einfach so genial. Ne? Jeder macht das, was er kann irgendwie. Und Weinlese ist ja anscheinend eine Sache, die man von dir schnell lernen kann. Ja, genau. Ich mache jeden Morgen meine Ansage. Ich rate dann meinen Text runter und fange meistens damit an. Ich hoffe, ihr habt alle genug Pflaster dabei, weil die Scheren sind scharf. Aber nee, das klappt super. Absolut. Ja. Ne? Also es ist im Grunde nichts Schweres. Wenn man es gescheit erklärt, versteht es auch jeder. Also ich will euch auch hier gar nicht aufhalten. Alles ne? gut, alles gut. Pause ist okay. Nee. Sonst bist du auch gleich eine Schere und dann musst du das wieder ausbaden. Nee, ich filme. Ich mache lieber eine Weinprobe. Ja, gut. Nee, Quatsch. Ich gucke euch einfach zu, ja? Ich will euch nicht aufhalten. Ja, nee. Einfach loslegen gut. Und ja, ein bisschen genau. Quatschen, wenn das okay ist. Gut. Nee, wenn du mich nicht von deinem Gelände schmeißt. Auf gar keinen Fall, Du musst ja immer vorsichtig sein. Wir fangen vorne an, wo das Haus am Band ist und dann von da hier in die Richtung. Die haben das schon vorne angefangen. Ist grundsätzlich egal. Okay. Genau. Fangen wir auf der Seite mal an.
Ja. Ja, die sind jetzt alle schön bewaffnet. Mit Schere und Eimer. Und die gehen jetzt hin und machen die, Vorlese. Wir lesen jetzt im Prinzip die Beeren, die durch die Kirschessigfliege angepiekst worden sind. Die Trauben schneiden wir ab, die verarbeiten wir jetzt dann zu Blanc Noir. Ne, die sind von der Qualität her dafür jetzt gerade genau richtig. Wir müssen ein bisschen aufpassen, gerade bei den hellen Geschichten, dass die im Alkohol nicht zu hoch werden. Mhm. Und da ist der Qualitätsstand, den wir jetzt da gerade haben, eigentlich genau der richtige. So, dass die nachher irgendwo so bei 12, 12,5 Volumenprozent landen, das ist genau das, was wir jetzt dafür brauchen. Und dafür gehen wir halt jetzt durch, machen eine Vorlese, holen alles raus, wo wir irgendwo sagen, das sieht nicht mehr so schön aus. Der Rest, der bleibt hängen und das gibt nachher der gute Rote, der Spätburgunder. Mhm. Genau. Willst du mal vor Ort erklären? Na klar, sicher. Also wie gesagt, ich will dich nicht aufhalten. Alles gut. Gar kein Problem. Die Schuhe finde ich immer beeindruckend. Da bin ich echt neidisch drauf. Ich bin ja so ein Schuhfetischist. Die kann ich auch absolut empfehlen. Das sind Hochgebirgsschuhe. Ja, die sind auch so steigeisentauglich und die können wir im Winter wie im Sommer tragen. Die sind atmungsaktiv, die sitzen ohne Ende und damit hat man halt den Vorteil, weil die Sohle komplett steif ist. Damit geht man auch, selbst bei irgendwo so 100% Steigungen, geht man damit gerade wie eine Treppe den Berg hoch. Das ist total entspannt. Und Kostenpunkt? Reden wir nicht drüber. Ja, kann man ruhig erzählen, ist kein Geheimnis, kann man ja googeln zur Not. Da reden wir irgendwo so von 400 Euro oder paar jetzt. Ja, ich hätte sie noch teurer geschätzt, ganz ehrlich. Ja. Weil Handwerksschuhe ist Qualität. Ne? Das ist Qualität. Man muss aber dabei sagen, die sind jetzt 3 Tage alt. 3 Tage? Die sind 3 Tage alt. Also das meine Mutter gesehen hat. 3 Tage, so versaut immer. Genau, wie früher mit dem Bobbycar, genau. Ja, ja. Sie halten, wenn es gut klappt, ja, dann sind sie durch. Dann sind sie wirklich durch. Und, aber für uns ist das genau das Richtige. Ne? Ja. Die sind in allen Bodensituationen sind gut und die halten auch dicht. Also für alle, die sich wundern, da ich nicht bei Kelvin bin. Kelvin fahre ich auch noch hin jetzt die Tage. Der ist, glaube ich, heute am Mulchen oder irgendwas. Ja. Im Silberberg, hat er gesagt. Genau. Ne? Ja. Und ich habe jetzt Zeit bis 6 Uhr, weil nachher wird ein Weinfass übergeben. Das hat die Beate mir schon erzählt. Ach, mit der bist du auch? Ja, mit der hatte ich die Tage ein Live-Tasting bei uns. Ah. Zusammen mit dem Wolfgang Diekmann. Ja. Und da haben wir eine Verkostung gemacht und da bin ich auch schon durch den Betrieb mit ihr. Da haben wir schon eine Aktion gemacht, genau. Und die hatte mir das vorhin erzählt, dass da heute so ein Fass übergeben wird. Um 18 Uhr? Um 18 Uhr. Weißt du wo? Weil ich weiß gar nicht mehr. Auf dem Medentis-Gelände. Okay. Genau. Danke dir. Ja. Das Atal ist klein. So klein ist die Welt, ja. Genau. Ja, hier sieht man jetzt so, wie es jetzt aktuell aussieht. So ist jetzt der Entwicklungsstand. Hier sind viele Fliegen unterwegs. Ja, ne? Genau. Man sieht also schon, welche Aktivität hier mit diesen Fliegen ist. Und das ist auch der Grund, warum der Kelvin jetzt am Mulchen ist, weil das ist eine Sache, die läuft bei uns auch noch parallel. Also 2 meiner Mitarbeiter sind auch jetzt gerade mit dem Mulcher unterwegs. Die machen jetzt einfach nochmal den Bewuchs runter, die mähen das nochmal runter, weil die Kirschessigfliege, die hält sich unheimlich gern hier unten nachts in hohem Unkraut und in Gras und so weiter, hält die sich unheimlich gern auf. Die kommt also dann tagsüber raus und arbeitet darum und nachts sitzt sie dann hier unten. Und also eine kleine Kuschelmaus. Ja, genau. Und die findet das unheimlich schön, wenn man so einen hohen Aufwuchs hat und man sieht ja, der Boden ist immer noch nass, obwohl wir jetzt ein paar Tage schon wieder schönes Wetter haben. Ja, ist kurios. Die Verdunstungsrate ist irgendwie schon schlecht geworden. Ja, genau. Das stellt man fest und wir haben keine Möglichkeit, da irgendwie drauf zu reagieren, außer der so unangenehm wie möglich zu machen. Man kann nur prophylaktisch dagegen arbeiten. Und deswegen sind wir dann jetzt noch alle kräftig am Mulchen und holen den Bewuchs runter, um dem einfach einfach so unangenehm wie möglich zu machen. Ja. Genau. Zeig mal bitte hier das Problem. Ich meine, ich habe es schon mal gesehen, aber wir machen jetzt ein bisschen Nachhilfe für die Leute, die quer einsteigen hier. Hier sieht man ganz schön, da sitzen sie schon. Da diese kleinen Fliegen da. Wenn man genau guckt hier, diese 3 da. Auch die sind aber friedlich. Oder? Ja, die sind sehr friedlich. Die erkennt man ganz gut mit an diesen schwarzen Punkten auf den Flügeln. Daran sieht man ganz genau. Hier, diese hier, die hat so schwarze Punkte auf den Flügeln hinten. Weiß nicht, ob man es erkennt, aber ja, so am Ende. Am Ende der Flügel haben die schwarze Punkte. Ja. Und da erkennt man ganz deutlich, dass das die Kirschessigfliege ist und nicht die heimische Fruchtfliege. Und die hat halt ein Sägewerkzeug, das ist der Unterschied zu der heimischen, womit die selber in der Lage ist, die Frucht, in dem Fall die Traube, anzusägen, ihre Eier da reinzulegen. Und dann passiert genau das, was man jetzt hier sieht. Wenn man da drauf drückt, dann sieht man, die ist leer. Und wenn man drauf drückt, sitzen da mit Sicherheit auch noch irgendwo ein paar Fliegen drin. Da kommen sie raus, da sieht man es. Mhm.
was da rauskommt. Ne? Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und das wird jetzt rausgeholt in erster Linie? Genau. Das ist die Vorlese sozusagen? Genau, das heißt, wir gehen hin und schneiden diese Trauben, wo jetzt dieser Essigbefall schon dran ist, die schneiden wir jetzt ab, entfernen das mit der Schere. Ja, das Ganze, das sieht dann, ich guck mal, ob ich irgendwo nochmal ein schönes Beispiel finde, sowas hier. Das schneiden wir dann jetzt ab. So, und dann piedeln wir das mit den Scheren. Deswegen haben wir auch diese tollen Scheren hier. Und die schneiden wir dann einfach ab. Der Mann mit den Scheren hinten, der wäre doch gut hier. Ne? Ja, der wäre super. Das wäre der Mitarbeiter des Monats, jeden Tag. So, und dann piddeln wir da alles schön raus, was da nicht reingehört. So. So, und dann sieht die Traube, wenn wir fertig sind, ganz normal aus. Und das landet dann im Eimer. Und das wird dann zu Spätburgunder? Das wird ein Spätburgunder Blanc Noir werden oder ein Rosé. Genau. Und was wird dann aus den Trauben gemacht, nochmal die hängen bleiben jetzt? Da machen wir den Rotwein draus. Okay. Wir sind, wenn wir Rotwein machen, halt auf 100% gesundes Lesegut angewiesen und auch von der Qualität her ein bisschen besser. Mhm. Und deswegen gehen wir hin und machen jetzt diese Vorlese. Zum einen, dass wir Blanc Noir kriegen. Zum zweiten, dass wir die Trauben, die jetzt noch am Stock verbleiben, in der Qualität steigern, sodass wir dann auch was Gescheites für Rotwein haben. Okay. Also eine Win-Win-Situation. Und außerdem entlasten wir noch den Stock ein bisschen, dass die Reife, die von jetzt an stattfindet, wo ein paar Trauben runter sind, dass wir die Qualität dann höher kriegen, weil wir den Stock ja entlasten, weil wir schon ein paar Trauben weggenommen haben. Wie viel Hektar Wein macht ihr? So knapp 17 Hektar. 17 Hektar? Mhm. Das ist aber viel. Ja. Krass. Mit 8 Stunden kriegen wir es nicht hin, das stimmt. Mit wie vielen Leuten macht ihr das im Normalfall? Wir sind Familie, also 5 Personen und dann mit 6 Festangestellten. Genau, und den Rest füllen wir dann mit Saisonarbeitskräften auf, weil wir auch sehr gut mechanisiert sind. Also wir haben wirklich alles Erdenkliche an Maschinerie zu Hause stehen gehabt, womit wir wirklich irgendwo so stundenmäßig schon ganz gut hinkommen. Also in deiner Szene wäre das dann ein Mähdrescher, der 3 Meter hat. Wir haben den Mähdrescher, der hat 12 Meter. So, das heißt, wir sind maschinell wirklich bis an die Zähne ausgestattet und ist alles da, um wirklich auch gut und günstig zu wirtschaften. Wie ist der Verlust, den ihr erlitten habt jetzt durch die Flut? Puh, ich glaube, so einen tatsächlichen Strich können wir erst nach dem Herbst machen, jetzt im Moment. Über 1 Million oder unter? Deutlich drüber. Deutlich drüber. Deutlich drüber. Über 2? Oder? Ja, ich schätze schon. Ja. Wenn man allein den Wein rechnet, der jetzt so ausgelaufen ist, ne? Also wir reden irgendwo, weiß ich nicht. Wir haben es noch nicht ganz genau beziffert, aber wir sind jetzt dabei, das läuft jetzt parallel. Jetzt erstmal lief nur Keller auf der Reihe kriegen und Elektriker, Installateur und so weiter. Und was jetzt tatsächlich fehlt, aber das wird sich irgendwo so Richtung 30.000 Liter schätzungsweise in dem Dreh wird sich da bewegen, was so an Fasswein ausgelaufen ist. Ne? Flaschenwein haben wir noch keine richtige Bilanz geführt. Das muss man jetzt mal gucken. Aber das kommt alles nach dem Herbst, wo wir dann tatsächlich mal einen Strich drunter machen können. War dir denn versichert oder irgendwas? Ja, teilweise. Nicht alles, teilweise. Sind so verschiedene Sachen. Gebäude haben wir Gott sei Dank keine großen Schäden gehabt. Also bei uns ist im Gewölbekeller beispielsweise das Gewölbe aufgebrochen durch den Druck. Mhm. Wir haben so einen 35 Meter langen Gewölbekeller, 2 Stück direkt nebeneinander. Da ist oben das Gewölbe aufgebrochen. Hat sich dann danach, wie das Wasser gesunken ist, wieder zusammengelegt. Dadurch ist halt oben in dem Weingutsgebäude in einer Ecke sind dann 2 Etagen ein bisschen abgesackt. Also da sind jetzt Risse überall. Ist staatlich wohl alles unbedenklich, Gott sei Dank. Aber das liegt halt daran, dass unser Weingutsgebäude eine ehemalige Mühle gewesen ist. Also sehr tragfähige Böden, alles absolut stabil. 1,80 Meter dicke Außenmauern. Also man kann sich vorstellen, welche schiere Gewalt da dahinter gewesen sein muss, dass so ein Ding aufbricht. Ne? Das heißt, das Gebäude hat schon mal das Hochwasser mitgemacht, 1910 oder wann das genau, war? Genau, richtig. Okay. Ist von 1890, wenn ich mich nicht irre, das Gebäude. Also das hat schon einiges hinter sich. Genau. Ja. Da war im Weltkrieg auch die Kirche drin, in dem Gebäude, die Ersatzkirche. Und das hat schon einiges miterlebt, dieses Gebäude. Das hat schon einige Sachen überstanden. Ja. Mhm. Ja. Ja, sollen wir hier mal heimlich kontrollieren gehen? Sollen wir mal, ja. So ein bisschen motzen? Ein bisschen rummotzen, was meckern. Ja, komm, ja? Gehört dazu. Zum guten Ton. Ja, ja, genau. So, dann gehen wir mal gucken, wen wir hier anmeckern jetzt. Aber sonst bist du zufrieden mit der Leistung und so? Ich meine, absolut. Also es ist ja so, ich bestell die Helfer dementsprechend auch so, dass die Tagesleistung irgendwo erreicht wird. Man kann natürlich nicht erwarten, dass sie jetzt hier wie ein Festangestellter, dass die hier Vollgas den ganzen Tag geben. Es muss immer Zeit sein für ein nettes Wort. Ja. Die Leute haben einen unheimlichen Redebedarf. Ne? Das muss man alles mit einberechnen und da habe ich auch gar kein Problem mit. Also ich finde das eher gut. Ich finde das absolut klasse, diese Hilfe.
Ich persönlich habe noch nie darüber nachgedacht, jemandem irgendwo bei einem Hochwasser dahin zu fahren, zu helfen. Muss ich mich auch an der eigenen Nase packen. Das ist krass, ne? Also ich finde das auch, ich kann die Leute nur bewundern hier. Ja, wirklich absolut. Alle bewundern. Genau. Also finde ich zu schade, und hier sind Akademie, ist völlig egal, was für ein Beruf ja, du hast. Ja, genau. Ne? Ich habe da auch ein völliges Umdenken jetzt gehabt, und wenn sowas ist, dann bin ich der Erste wirklich, der in so ein Flutgebiet auch fährt. Wie heißt das Weingut? Burggarten. Genau. Weil hier sind Leute, die würden gerne bei dir Wein kaufen. Ja, sehr gerne. Ja. Wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Aber du trinkst auch schon mal gerne selbst ein Gläschen. Ja, selbstverständlich. Was ist dein Favorit? Mein Favorit, also ich bin Fan von auf jeden Fall trocken Spätburgunder, gerne mit ein bisschen Holz. Und ich bevorzuge auch eine ganz bestimmte Lage, das ist Neunerer Schieferlei und Heimersheimer Burggarten. Also kannst mal umschwenken, das sieht man eigentlich von hier relativ gut. Man sieht die Landskrone da. Mit der Kapelle oben drauf, ja, dieser Berg. Das sieht man immer von der A61, das kennt jeder hier, die A61 fährt. Genau, ja. Und wenn man die Kapelle, die steht quasi direkt über unserem Betrieb, also direkt am Fuße der Landskrone, da findet man unseren Betrieb. Ah, okay. Wenn ihr die Kapelle seht und lasst euch runterfallen, dann landet ihr bei ihm. Dann landet er bei Coca-Cola, aber an Anrufen komme ich euch abholen. Genau. Ach ja. Ja. Also das ist wirklich kein Witz. Ich habe meiner Frau immer gesagt, ich würde so gern mal eine Weinprobe machen. Mm. Das habe ich mir immer vorgenommen. Das war echt so ein Traum. Weißt du, man hat ja wenig Träume nur noch, aber ich habe immer gesagt, lass uns mal eine Weinprobe machen. Ja. Und jetzt habe ich so viel mit Wein zu tun und vor allem mit euch Winzern. Ja. Das ist schon krass. Und ja. Ich meine, die Umstände sind natürlich scheiße auf gut Deutsch, aber... Ich denke, du hast ein paar Adler kennengelernt und du hast auch, glaube ich, schon gemerkt, dass wir uns den Mut nicht nehmen lassen. Ne? Nee, das ist auch richtig so. Ja. Deshalb sind wir auch hier. Ja, genau. Wenn ihr jetzt hier wie so ein paar Waschlappen rumlaufen würde, würden wir sagen, wisst ihr was? Ja. Leckt uns also am Arsch. Das kommt gar nicht in die Tüte. Und die erste Woche war krass, wirklich, die war wirklich krass, wo man gar keinen klaren Gedanken gefasst hat. Aber in der zweiten Woche, durch diese Helfer, die da waren, war irgendwo ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Und das hat einem so eine Motivation gegeben. Und naja, wenn du heute, also wie gesagt, ich lade dich gerne mal ein, komm mal vorbei, guck dir das mal an, wie das jetzt aussieht und wie das vor 8 Wochen gesehen haben. Wir können wirklich schön an Bildern gucken. Tierisch interessant. Also die Beate, die war ja schon bei mir gewesen und die sagt auch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so hier ausgesehen hat. Und das in dieser Kürze der Zeit wirklich. Ne? Also mir passiert das jetzt selber. Ne? Der Willem hatte jetzt mal so einen Film gemacht. Willem Hartmann aus Waldpotsdam, als wir angekommen sind. Ja. Die ersten Bilder, die er gemacht hat, hat er als Film zusammengeschnitten. Ich kannte die Bilder gar nicht. Ja. Und da musst du erstmal wieder dich zurückversetzen, weil der Mensch vergisst nun mal schnell. Ja, ne? Richtig. Das ist ein Vor- und ein Nachteil, sag ich mal. Ich finde auch, ich habe viel zu wenig Bilder gemacht in dieser Zeit. Da hatte man gar keinen Kopf für. Man sieht irgendwie so seine Existenz dahin schwimmen. Wir haben auch von Anfang an, wir drei Brüder, mit dem Vater zusammen den Betrieb aufgebaut und wir waren da genauso, ja, betroffen auch wie mein Vater. Ne? Wir haben das alles zusammen aufgebaut. Ne? Mein Vater hat den Betrieb damals 94, wir waren vorher Genossenschaftswinzer und 94 ist er hingegangen und da haben wir uns dann selbstständig gemacht mit unserem Betrieb. Ach so, gibt es nur selbstständig und Genossenschaft, Winzer? Genau, richtig. Also genossenschaftlich heißt, ihr arbeitet alle für, wenn du jetzt eine schlechte Ernte hast, eine andere eine gute, wird es durch zwei geteilt oder was? Nee, also das ist im Prinzip wie bei den Landwirten, wie bei euch auch. Es gibt eine Genossenschaft. Okay. So, und da bringen dann die Winzer ihre Trauben hin. Die kriegen da bezahlt, nach Kilo, nach Öxlergraden. Und wir machen das alles selber zu Hause. Okay. Wir bauen die Weine selber aus, vermarkten die auch selber, genau. Ja. So sieht das aus. Ne? Und wir haben halt sehr, sehr viele Genossenschaftswinzer hier, die das so nach Feierabend machen. Oder es gibt auch ein paar hauptberufliche Genossenschaftswinzer, das ist aber eher die Seltenheit. Und ja, wir machen das selber, ne? Seit 94. Und dann haben wir 2018 die Betriebsübergabe gehabt. Also wo mein ältester Bruder und ich dann das Weingut übernommen haben. Mein jüngster Bruder hat das Hotel übernommen. Und, ach so, so umfangreich ist das bei euch? Ja, ja, genau. Krass. Mhm. Ist das Hotel auf der anderen Straßenseite? Nee, ist direkt daneben. Okay. Genau, das ist dieser Rundbau, den man, wenn man vorbeifährt, sieht. Ja. Da steht dann nicht Weingut Burggarten, sondern da steht dann Weinquartier Burggarten. Ne? Und das ist das, was man vorne von der Straße aus sieht. Also ich bin dir dankbar, dass wir gerade eine kurze Pause gemacht haben, weil ich bin schon außer Atem nach 20 Metern. Ja. Ein Stepper würdest du wahrscheinlich direkt kaputt treten. Mit den Schuhen auf jeden Fall. Ja, genau. Hier sieht man jetzt ganz wunderbar, wie die Leute jetzt hier durch sind. Hier ist alles raus, was nicht reingehört. Man sieht, jetzt hängt wirklich nur noch Top-Ware hier. Mhm. Ja, und das kann jetzt noch 14 Tage hängen bleiben. Und dann wollen wir hoffen, wenn das Wetter mitspielt, das ist ja jetzt ein stabiles Hoch gemeldet.
ne, wir Winzer gucken ja genau wie ihr auch immer auf die Wetterdaten, so morgens der erste Gang, gucken, was das Wetter macht, und ja, genau, ne, so sieht das jetzt aus. Das sieht ganz wunderbar, ne? Das hier ist auch ein Spätburgunder-Klon, der sehr, sehr mischbärisch ist. Also man sieht ganz viele kleine und große Bären, also mischbärisch nennt man das. Und das ist jetzt gerade in so Jahren wie diesen total wichtig, weil die drücken sich gegenseitig nicht kaputt. Mhm. Wenn das viel Regen gibt, ne, die Bären, die blähen sich auf, und wenn die zu kompakt sind, zu eng gepackt, also wie so ein Maiskolben sieht er dann oft aus, ja, dann quetschen die sich kaputt, das läuft Saft aus, und klar, sobald Zucker da ist, entsteht Fäulnis. Also so, als wenn wir zusammen im Bus sitzen würden. Ja, genau, genau. Da würden, ne, wir uns wegdrücken. Da würden wir uns wegdrücken, ne? Ja, ja. Genau, deswegen so haben wir immer im Bus hinten gesessen. Oder gestanden. Oder gestanden, genau, im Notangang. Also er ist ja zufrieden mit euch. Ja, absolut. Ja. Genau. Und ich habe gerade gelernt, warum große und kleine Bären da sind, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum sehen die wieder anders aus als eben die. Ja, warum ist das so? Eben war eine andere Sorte, oder? Genau, also keine andere Sorte, aber ein anderer Klon. Wir haben ja innerhalb dieses der Sorte, also des Spätburgunders, haben wir eine verschiedene Klonenauswahl. Das heißt, ich vergleiche das gerne dann auch mit Getreide. Es gibt verschiedene Getreidearten. Die einen Trauben haben halt in unserem Fall, dann die sind enger gepackt, die haben dickere Beeren. Dann gibt es sowas hier, das ist was lockerbeeriger. Da hat man dann die... Zeig mal deine Finger bitte gerade. Meine Finger? Die Hände. Das ist schon ärmer. Dein Daumen. Mein Daumen? So, jetzt haben wir gleich alle durch. Da sind wir Arbeitshände hier, ne? Naja. durch die Schneiderei. Ja. Ja, das ist, ja genau, also wir sind ja viel mit Scheren und so weiter unterwegs, jetzt im Winter mit dem Rebschnitt, und jetzt mit der Traubenlese hat man auch den ganzen Tag eine Schere in der Hand. Beim Rebschnitt ist es ganz extrem, da müssen wir halt hier dieses zwei- bzw. dreijährige Holz durchschneiden, ne? Und na klar, wenn man dann im Januar irgendjemandem die Hand gibt, dann verzieht schon mal oft dann der Gegenüber dann das Gesicht. Ja, so Einzelteile noch. Ja, ne? Genau, oder Leute, die Ringe anhaben, das genau, ja. Ja, ist schon eine andere Arbeit, die ihr hier leistet, ne, als das, was wir jetzt aus der normalen Landwirtschaft machen. Also ich bin immer froh, wenn ich im Sommer oben am Trecker sitze, ne, Klimaanlage an und dann... Ja, das haben wir auch. Also Klimaanlage und so. Also aber ihr müsst ja auch viel Handarbeit machen. Wir müssen auch viel Handarbeit machen, genau. Das ist sogar sehr viel, was wir machen. Also es gibt so verschiedene Arbeiten, die können wir halt nicht maschinell erledigen. Da sieht man zum Beispiel, hier ist hier dieses Laub hier, das müssen wir alles einheften. Hier sieht man übrigens auch sehr schön, so am Rande erwähnt, wir hatten einen starken Hagelschlag, so 4-5 Wochen vor der Flut. Ich dachte, das wäre ein Ölflecken. Das sind Ölflecken. Ah, jetzt wollte ich mal einen raushauen und habe es geschafft. Ja, genau. Aber man sieht hier ganz häufig sowas hier. Das ist einfach kaputtgeschlagen gewesen vom Hagel. Ja, man sieht ganz viel. Also hier ist es reingegangen oder was? Nein, wie die Laubwand etwa die Höhe hatte. Also ja, die war noch gar nicht hier oben. Wie die Laubwand diese Höhe hatte, hatten wir hier einen ganz schweren Hagelschlag. Und dann waren alle Spitzen auf der Höhe abgeschlagen. Ne, und das ist natürlich grande Misere, weil sobald man diese Haupttriebe, sobald man die kappt, entstehen Geiztriebe. Das sind diese Triebe, die jetzt hier aus den Haupttrieben rauskommen, und daran wachsen auch Geiztrauben. Das sind diese hier. Mhm. Ja, und die belasten den Stock natürlich zusätzlich. Ja. Die schneiden wir jetzt, das ist so was, was wir dann an Regentagen machen, wenn wir jetzt nicht lesen gehen können. Dann schneiden wir die noch ab, um den Stock zu entlasten. Und jetzt sind halt hier diese Haupttriebe alle weg. Deswegen ist das auch nicht hier oben in dem obersten Draht drin, sondern wir sind hingegangen, weil das einfach so buschig wird. Und wenn wir das versucht hätten, hier in diesen obersten Draht alles reinzudrücken, ja, dann wären die, aber jetzt geht das, weil das Holz schon ein bisschen gereift ist. Das ist viel härter jetzt. Und wenn man dann versucht hätte, das da reinzudrücken, sind die alle abgebrochen. Also ja? Geiz ist nicht geil hier. Nee, überhaupt nicht. Geiz ist überhaupt nicht geil. Ja, und deswegen sind wir dann hingegangen und haben uns dann dazu entschlossen, das einfach wachsen zu lassen, und sind dann mit dem Laubschneider drüber gefahren. Sieht natürlich nicht klasse aus, und wenn man mal guckt hier, die Laubwand, die ist auch hier ganz locker. Aber wir wollten halt nicht noch mehr Schaden verursachen, als schon da war, und deswegen haben wir das gelassen. Ne? Das sind so die kleinen Problemchen, mit denen wir zu tun haben. Also jetzt hat gerade sogar einer hier eure Homepage, weingut-burggarten.de, Weinshop, gepostet. Ja, mach mal ein bisschen Werbung. Welchen Wein sollte man sich jetzt zusammenstellen lassen? Also ich kann immer dazu raten, sich ein kleines Mischpaket zusammenzustellen. In dem Webshop ist das auch relativ einfach, den wir da auf der Internetseite haben, klar. Und verkehrt machen können da nichts. Schmeckt alles gut, was wir haben. Ja, wir hatten dann 2019 zum Beispiel auch die Aufnahme in die VDP, in den Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Auch eine riesen Auszeichnung. Da
kämpft man letztendlich als Winzer ein Leben lang drauf hin. Und hier an der A gibt es jetzt mit uns zusammen 7 Betriebe, die dem Verband angehören. Da fällt mir gerade was ein. Ja. Ich muss dazwischen funken. Ich war ja in Urlaub, ne? Konnte es natürlich wieder nicht lassen, SWR anzumachen. Und was läuft da? Übers Ahrtal. Ja. Von der, das sind 2 Schwestern, wie heißen die nochmal? Die haben so ein Doppel... Meier-Neckel. Genau. Genau, Mike und Dirty. Genau. Ja. Da war auch VD, die sind auch im VDP. Richtig, ne? Genau. Und der Betrieb ist in Dernau, wenn ich es richtig gesehen habe. Man konnte immer den Friedhof sehen bei den Aufnahmen. Ja. Da war ja noch alles in Ordnung. Ich glaube, von 2019 waren die Aufnahmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Sorry, ich musste gerade wieder so ein Geistesblitz, deshalb muss ich nur mal kurz unterbrechen. Da will ich auch mal hinfahren zu denen und mal ganz mal liebe filmen. Kollegen. Ja. Ich glaube, ihr seid hier alle gut miteinander. Ja, ne? Also es sind nicht nur kollegiale, teilweise sind es auch wirklich freundschaftliche Verhältnisse. Das ist super. Ja. Also das macht einen Riesenspaß. Also auch jetzt in der ganzen Nummer hier mit der Flut, diese gesamte Hilfsbereitschaft, die ist der Wahnsinn. Ne? Ich habe zum Beispiel meinen Teil irgendwie dazu beigetragen. Du hast glaube ich, mit ihm gesprochen, mit dem Harald Bessler, mit dem Werkstatt-LKW. Ja. Grandiose Geschichte. Ne? Der kam, hatte dieses Ding dabei und wusste nicht so richtig, ja, wo komme ich hin, wo stelle ich mich hin. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm her, komm zu uns auf den Betrieb. Ich habe Platz genug. Wir haben inzwischen fließend Wasser als einer der ersten damals, wie er kam. Wir haben Strom da. Das ist letztendlich alles da. Ich habe den Platz da, positioniere dich hier und repariere den Winzern die Maschinen. So, und dann habe ich den noch mit dem Maschinenring in Verbindung gebracht und die finanzieren den jetzt und der bleibt bis Ende Oktober. Das heißt, ist krass, also, das habe ich gehört. Das ist super geil. Was das für ein Herzensmensch ist. Ne? Absolut. Als ich den das erste Mal gefilmt habe, ich kenne die Leute ja nie. Ja. Ne? Da steht der vor mir, erzählt so und dann erzählt er und erzählt und auf einmal hat den irgendwas, was er erzählt hat. Das ging, glaube ich, um das Bild. Ich habe das Video gesehen. Genau. Er hat ein Bild gefunden. Und also wenn man, genau, das ist, wenn man so Leute sieht, so gestandene Männer, ne, tätowiert, so ein Funskerl. Und der steht, der klappt zusammen. Wenn der solche Sachen sieht, ne, ist wirklich ein Herzensmensch. Wenn man ihn sieht, glaubt man, traut man das nicht zu. Aber wirklich das Herz wirklich am rechten Fleck. Ja. Und naja, und der steht ja jetzt schon, ich weiß nicht, 5 Wochen, 6 Wochen steht er bei unserem Betrieb. Die reparieren da auf Teufel komm raus. Er hat dann 2-3 Leute von sich dann dabei, die den LKW da betreuen, Drehbank, Fräse, alles drauf. Und die Winzer kommen und bringen alles Mögliche vorbei. Vom Rasenmäher, Freischneider, Traktoren. Also es wird in Anspruch genommen. Der Hof bei uns, der ist so voll, dass ich mich selber nicht mehr bewegen kann bald. Ne? Ist unfassbar. Ne? Und die sind dann da mit 10-12 Mechaniker jeden Tag. Er hat unfassbar gesagt, nicht ich. Das nicht das Unwort, aber das meistgenannteste Wochen. Ja. Ja. Aber die machen da einen riesen Job. Ne? Und die sind auch bei uns im Hotel einquartiert, ja, dass die auch ein warmes Bettchen haben, weil die Schrauben da 10 Stunden immer kocht, Vollgas. Ja, Wahnsinn, was die da für einen Durchsatz haben, wie viel Leute da hinkommen. Ne? Also jeder Winzer inzwischen war schon da und bringt seine Maschinen dahin, die im Wasser gestanden haben. Die machen die sauber, die haben Elektriker da, Landmaschinenmechaniker, Automechaniker, Staplermechaniker. Unglaublich. Ich glaube, ich komme morgen vorbei wieder. Gerne. Euch. Ja. Weil ich muss gleich um 18 Uhr muss ich ja... zum Fassübergabe. Genau. Hast du eine Uhr? Müsste aufs Telefon gucken. Nicht zu spät kommen. Ja, nee, habe ich aber auch nicht. Ich finde das Gespräch auf jeden Fall super. Also ich könnte euch hier tagelang immer verfolgen und immer gucken, was ihr macht. Und mir macht das riesen Spaß, weil ich selbst dazu lerne. Ne? Ja. Das ist ein Bereich, den ich überhaupt nicht kenne. Ich hatte es irgendwann mal in der Uni, aber in der Uni habe ich nur Blödsinn gemacht. Ja. Die Quittung kriegst du dann irgendwann. Ja. Aber ich finde es super interessant. Mhm. Und naja. Ja, so hat so jeder seinen Teil dazu beigetragen und das war halt jetzt so, wo ich gesagt habe, das nehme ich jetzt in die Hand und... Bei euch ist gerade der Online-Shop zusammengebrochen. Oh nein, echt? Ja. Oh je. Dann hat meine Schwägerin zu Hause was zu tun. Nee, ich finde das super. Wir müssen euch unterstützen und was ihr an Arbeit leistet und eine Weinflasche für 2 Euro oder was weiß ich, wenn die mal im Angebot, das ist echt, der darf nicht sein, sowas. Ja, also man wird da häufig gefragt, wir haben direkt den Rotwein-Wanderweg hier, der durch die Weinberge führt und die Leute, die Touristen, die Spaziergänger, die vorbeikommen, die fragen natürlich auch immer, wie kommt denn das? Wir haben gestern eine Flasche Wein gekauft, die hat 10 Euro gekostet. Ne? Oh, hier ist die Beate dran. Beate, habe ich noch Zeit? Sag mal bitte gerade, wie viel Zeit habe ich noch? 17 Uhr haben wir? Ah ja, 17 Uhr. Ah, danke. Ja, das reicht. Danke euch. Das ist immer so geil. Letztens so ein komisches Schiff gesehen hier in Holland. Ne? Ich nur gefragt, was ist das für ein Schiff? Zack, 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 1000 Antworten. Genial. Schwarmwissen. Genau, und die Leute kommen dann vorbei und fragen, warum 10 Euro? Ne? Und dann sage ich, ja,
kommt mal mit, ich zeige euch das. Ich sage, lauf mal einmal von unten bis nach, mit nach oben. Nur einmal. Und wir haben heute 15 Grad und keine 35 im Schatten. Bei uns spielt das Wetter keine Rolle. Ne? Und das sind also Dinge wie in allen landwirtschaftlichen Bereichen, das wird halt leider nicht immer gesehen. Ne? Am liebsten hätten sie alle schön, wunderbar und tolle Landschaft, aber dass das auch alles gepflegt und gemacht werden muss, das steht auf einem anderen Blatt. Und die Naturgewalten, die wir jetzt gerade dieses Jahr mit Frost im Frühjahr, mit Hagelschlag, jetzt mit der Flut und jetzt noch die Kirschessigfliege, ne? So als Betriebsleiter könntest du da manchmal verzweifeln. Du musst jeden Tag Entscheidungen treffen, die ja auch mal falsch sein können. Ich habe heute mit dem Martin ja die ganze Zeit im Auto gesessen, auf der Hinfahrt hin. Wir haben im Stau gesessen, hatten viel Zeit zu quatschen. Mhm. Und es sind Kameras mitgelaufen. Das war uns völlig egal, wir haben auch privat gequatscht und es wird eh rausgeschnitten, hoffe ich mal. Nee, wir kennen uns schon länger und wir haben echt ein gutes Verhältnis. Und wir haben über Natur gesprochen. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, hier im Ahrtal hat die Natur mal gezeigt, zu was sie fähig ist. Und Rücksicht nehmen kennt die Natur nicht. Natur ist Natur. Mhm. Ne? Macht einfach das, was gerade aus der Physik heraus sich ergibt. Ne? Und unser Luxus, unser Dasein, unser luxuriöses Leben, sage ich mal, basiert darauf, dass wir uns nicht mit der Natur auseinandersetzen müssen. Mhm. Ne? Das heißt du stehst morgens auf, Kühlschrank ist voll, gehst zur Arbeit, du musst dich nicht ums Essen kümmern, dir ist scheißegal, ob es regnet oder ob es schneit. Das bedroht nicht dein Leben. Mhm. Jetzt haben wir mal die Situation gehabt, dass die Natur mal nicht das gemacht hat, wovon wir mal ausgehen, dass sie sich benimmt. In Deutschland haben wir ja eigentlich keine Naturgewalten. Ja. Und wir haben gesehen, was für kleine, wie soll ich sagen? Ich habe Martin gesagt, wir sind wie ein Fliegenschiss auf der Windschutzscheibe gewesen. Ne? Genau. Und das ist eigentlich mal das Wichtige, auch den Menschen zu vermitteln, mit was wir hier zu tun haben. Du musst mit der Natur hier klarkommen. Ne? Ob es dann die Fliege ist oder was auch immer. Du musst immer den Weg suchen, der für dich passt, dass du da mitleben kannst mit der Natur, mit den Gegebenheiten. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, was ich auch hier mit meinen Filmen vermitteln möchte. Ne? Mhm. Was das für eine Arbeit ist, bis die Weinflasche wirklich verkauft werden kann. Und wenn sie 10 Euro kostet, ist sie das mit Sicherheit wert. Weil wenn ich jetzt hier hochlaufe, dann habe ich schon, dann kollabiere ich schon halb. Und wenn ich wieder runterrolle, dann die Arbeit, die ihr leistet, ist unfassbar. Ich sage es jetzt nochmal. Und ich finde es einfach super. Und mir macht Spaß, hier ein bisschen Einblick zu bringen. Mhm. Ich mache es ja bei uns in der Landwirtschaft schon seit 6 Jahren, diese Filme. Und ich habe mir jetzt das Ahrtal vorgenommen. Mhm. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Weil es einfach total sympathisches Gespräch ist und total locker. Ne? Also, ja. Also, dass du die Fliegen nicht liebst, ist klar. Ne? Nee, die mit den Punkten auf jeden Fall. Nee, beide nicht. Also, Fliegen lieber daheim am Obstseller wie hier draußen im Weinberg. Ja. Was gibt es sonst noch Wichtiges hier in dem Weinberg, was du uns mitteilen kannst? Ja, komm, wir gehen mal runter. Das heißt, du bist verheiratet, hast Familie oder was? Familie, ja, genau. Und ja, im Prinzip sind alle Familien mit im Betrieb, genau, richtig. Also das ist ja auch nicht oft, dass so eine ganze Familie in einem Betrieb arbeitet. Aber ich meine, bei 17 Hektar kann man sich auch gut aus dem Weg gehen. Oder hat so jeder seine Bereiche? Oder ja, wie stelle ich mir das vor? Das ist tatsächlich das Schöne bei uns. Also das hat sich sehr, sehr schnell bei uns rauskristallisiert. Da hat mein älterer Bruder einfach mehr das Gespür, den Geschmack, das Feeling bei der Weinproduktion einfach hat. Er hat auch dementsprechend seine Ausbildung so ausgerichtet. Und bei mir war von Anfang an klar, wie das auch auf vielen landwirtschaftlichen Höfen ist. Mit 8 Jahren konnte ich Traktor fahren, mit 10 alleine und ja, mit 11 wurde es allein losgeschickt. So, ne, kennt jeder. So, und so war das halt bei mir auch. Und mich hat, konnte Mistgabeln regnen, mich hat es immer rausgezogen. Genau. Und ja, das kann jeder nachvollziehen, der draußen arbeitet. Ja. Das ist irgendwie, die Geschichte ist immer die gleiche. Und so war das bei mir. Und wir hatten früher auch noch Landwirtschaft gehabt, damals, wie ich jung war. Haben wir dann irgendwann auch einfach dann dran gegeben, weil wir uns dann mehr in die Weinrichtung orientiert haben. Und und deswegen war das ganz klar, das wird mein Bereich. Ne? Und ich liebe meinen Beruf. Ne? Du hast ja auch am Anfang beim Kelvin gestaunt, wie der das lebt. Und das ist, glaube ich, bei allen so. Also man wird damit groß, man wächst da rein und man kommt nicht mehr davon weg. Das ist wie eine Droge letztendlich. Ja, ja. Ne? Abends auf dem Tisch nochmal. Ja, ne? So. Und da kommt ja auch ein unheimlich tolles Produkt dabei raus. Ja. Ne? Man bekommt auch das Feedback, gerade in den Weinproben hört man dann einfach, ne, ach toll, das schmeckt, klar, das ist dann unser Applaus so ungefähr. Und die diesen Familienverbund, den wir da haben, das ist natürlich klasse, wenn so jeder seinen Bereich hat, ne? Einer Hotel, einer Keller, einer Außenbetrieb,
Und das funktioniert super. Jeder macht seinen Job gut. Das Resultat ist gut. Ne? Das sieht man dann wieder an der VDP-Auszeichnung. Dann ist das natürlich klasse. Und wenn man natürlich dann mit 4 Familien davon lebt, dann muss es auch brummen. Ne? Das ist ganz klar. Und die, wir sind auch noch ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, wir sind auch noch zum Beispiel noch so ein bisschen mit Lohnbetrieb unterwegs. Wir haben so eine Pflanzmaschine zum Beispiel, womit wir in den Steilhängen die Reben pflanzen können. Mhm. Und da fahren wir teilweise bis nach Rheinhessen runter, ne, wo die Winzer uns anrufen und sagen, hier könnt ihr das pflanzen. Wir haben dann so ein Raupenfahrzeug und Seilwinde, Tieflader und womit dann so eine Pflanzmaschine, womit wir da den Steil machen können. Aber das ist doch super. Ne? Wenn ihr euch genau darauf spezialisiert, das habe ich ja mit dem Lohnbetrieb auch gemacht, ich habe mich auf Futtermittel spezialisiert, weil wir Pferde haben. Mhm. Ne? Das heißt, das eine ergibt wie das andere. Und vor allem achtest du dann auch ganz anders auf die Qualität. Mhm. Ne? Wenn du selber Wein hast, wenn du selber Pferde hast und Futtermittel produzierst, dann hast du ein ganz anderes Gespür dafür, als wenn du irgendwem den Job überlässt. Genau, du weißt, was du haben willst, du weißt, wie es geht, du weißt, wie es sein muss, wenn es fertig ist. Aber du kannst auch nie sagen, nee, das habe ich nicht gewusst. Nee. Du musst also dann schon deinen Job gut machen, das ist ganz klar. Ja, und naja, wir decken da inzwischen die ganze A, den ganzen Mittelrhein, die untere Mosel, die ganze Nahe und dann bis runter nach Rheinhessen. Die ganzen Flächen, die da gepflanzt sind, das machen wir. Ne? Und das ist dann halt so ein Zeitraum im Frühjahr meistens, so wenn der Austrieb stattfindet, wo ich nicht unbedingt vor Ort sein muss. Ich habe ein gutes Team daheim, die halten mir dann hier den Rücken frei und ich bin dann eine ganze, so sag ich mal, so 4 bis 6 Wochen bin ich mit dem Ding quer durch Deutschland unterwegs. Ne? Objück, wie man so genau. Sagt man hier auch. Ja, und, ja. Aber dieses Jahr wirst du wahrscheinlich im Ahrtal viel unterwegs sein, weil hier ist ja einiges verloren gegangen. Nächstes Jahr. Nächstes Frühjahr, ob das aber jetzt nächstes Jahr gepflanzt wird, weiß ich nicht. Im Moment wird ja noch alles plattgeschoben. Ich habe jetzt gar nichts mehr gehört, ob da jetzt irgendwas am Werden ist, ob wieder da jetzt weitergeht, keine Ahnung. Hm. Ob da ein Bodenaustausch stattfinden muss, ob das abgetragen wird, ob es so bleiben kann. Da habe ich diese Woche noch einen super Termin mit Frau Professor Petersen von der Uni in Bonn, ist aber mittlerweile in Rente. Die haben eine Taskforce gebildet und zwar nur mit Wissenschaftlern, die wollen auch dem Ahrtal helfen und wollen vermitteln, wie man den Boden wieder... Ja, in die Jahre bringen kann, dass ihr hier wieder wirtschaften könnt. Das wäre super. Und das finde ich super. Jeder macht das, was er kann. Und Frau Professor Petersen hat mich angesprochen. Das war die Charity-Veranstaltung von Dieter Könnes in Bonn. Und ich bin ja nur ganz kurz dahin zum Gespräch, wollte dann wieder abhauen. Und dann hat sie mich aufgehalten, meinte, Herr Wipperführt. Ich gucke immer ihre Filme. Yeah. Und wir müssen da was machen. Und ich soll das dokumentieren und mal breit treten. Das steht diese Woche an. Okay. Freue ich mich auch riesig drauf. Wieder, das ist wieder so ein Zahnrad im Getriebe, was wieder helfen kann. Das wird wahnsinnig helfen, weil viele Betriebe, die gerade da in dem unteren Bereich stand, die ja viel Fläche haben, die haben da viel verloren. Also ich habe jetzt mal eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber irgendwie so was, so knapp an die 60, 70 Hektar, die da verloren gegangen sein sollen jetzt über die Flut. Das ist natürlich viel Zeug. Wenn man bedenkt, dass die ganze A nur irgendwie 550, 560 Hektar hat, ist das viel Kram. Ja. Und das sollte natürlich auch wieder bestockt werden, weil der Wein fehlt den Betrieben, um sich selber wieder ihre Existenz wieder aufzubauen. Ganz klar. So, umso schneller das geht, umso besser. Ja, Kelvin, die haben ja auch irgendwie 1 Hektar da verloren. Das macht ein Drittel aus von deren Fläche sozusagen. Ja, genau. Ne? Und das fehlt denen natürlich jetzt. Ne? Wir haben das Glück, bei uns ist kein Weinbesch betroffen. Wir haben alles schön weit oben. Aber dafür dann im Betrieb manchmal 2 Meter mehr als andere. Und das, bei uns war die Strömung nicht so stark, aber dafür der Pegel sehr hoch. Ne? Naja, aber das wäre natürlich super. Also das würde ich sehr begrüßen, weil keiner weiß, man hat keine Perspektive. Die Winzer wissen nicht, was passiert da jetzt, wie geht das weiter. Haben Angst vor tausenden von Formularen, die sie da wieder ausfüllen müssen. Und das ist auch das Kuriose, ne? Dass keiner mal irgendwie das Zepter in die Hand nimmt und vorangeht, oder? Mhm. Ist das bei den Winzern ist es auch so, dass da nicht mal einer sagt, so jetzt geht's so und so geht's weiter. Viel schlimmer, ja. Noch schlimmer. Mhm. Ja, genau. Ne? Muss irgendwie gucken, wie man parat kommt. Ne? Aber das ist schön, wenn man sowas hört hier, dass da wieder welche sind, die wieder helfen wollen und das machen und einfach, nicht groß fragen, sondern einfach machen. Die tun. Ja. Super. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal deinen Helfern hier ein bisschen auf den Keks, weil die habe ich jetzt genug lange aufgehalten hier. Aber ich komme auf jeden Fall bei dir vorbei nochmal. Ja, oder bei gerne. Euch, ne? Bei der, auf jeden Fall. Bei der Großfamilie hier. Ja. Ich suche mir mal hier jemanden raus. Ja, lauf mal ruhig was rum. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, habe ich gerade eben gesehen. Wo gehe ich denn hin? Es darf nicht zu weit weg sein, am liebsten hier vorne irgendwo. Das Gefälle ist mir zu stark und der lacht schon. Wie viel Prozent sind das hier? 30? Nee, das sind noch keine 10. Mach!
Das ist ja kein Scheiß. Nee. Also der Weinberg heißt bei uns Flugplatz, deswegen. Okay, ich muss mein Handy anders halten, dann sieht das krasser aus. Guck mal, wie das hier hochgeht. Du musst noch was in die Hocke gehen, genau. Dann wird das noch, dann wird es steil. Ja, ja, genau. Ah, die sind so weit weg alle, aber ist egal. Ja, hier ist keiner mehr. Aber hier, genau. Jetzt kommt das hier in die Kisten rein. Wir können ja nochmal oben bleiben. Ja, genau. Richtig. Ich halte dich noch ein bisschen auf. Alles gut. Also Fußarbeit gibt es hier nicht mehr. Ne? Das ist das, was wir jetzt hier in der Bütte haben. Man sieht, das ist super sortiert. Ne? Da ist nichts mehr drin, was nicht reingehört. Ich mache mal eine Probe, ja? Auf jeden Fall. Also die alten Römer, da ist das ja per Fuß dann gemacht worden, ne? Dann hat's den Fußpilz im Gesicht. Ja, genau. Also Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Genau. Ne? Lecker. Da ist Ende. Sonst hältst du den anderen bei. Okay. Ja, genau. Wie lang brauchst du jetzt für, was ist das hier? Ich schätze jetzt mal, das ist ein Viertel Hektar. Ziemlich gut. Ja. 2580 Quadratmeter. Ja. Genau. Ja, genau. Das dauert so in der Regel. Jetzt beim Durchschließen geht das ja relativ schnell. Also da sind wir irgendwo. Ja, wie lange sind wir jetzt hier? Eine Stunde ungefähr. Das passt. Das ist super. Genau. Genau. Ja. Das ist jetzt unsere Ausbeute von heute. Und dann versuchen wir dann jetzt gleich zu Hause zu verarbeiten. Das heißt, wir versuchen das. Das werden wir auch machen. Das gibt 100 Flaschen Wein? Das sind schätzungsweise, wenn die Bütten voll sind, dann haben die so 400 Kilo. 400 Kilo. Dann genau. Kannst du sagen, 400 Liter Wein. Genau. Was habe ich gesagt? 100 Flaschen? Nicht 400 Liter, 400 Flaschen. 400 Flaschen? 400 Flaschen. Ja, was erzähle ich hier für einen Blödsinn? Ja. Ich hätte 1000 sagen wollen, weil es ein IBC-Container hat ja normal 1000 Liter. 1000 Liter, genau. Richtig. Aber, ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Ne, wir haben so eine Mostausbeute von ungefähr 75%. Also kannst du sagen, Kilo Trauben, eine Flasche Wein bei 400 Kilo. Ja. Ja. Och, da ist schon was. Ja, genau. Einer würde mir reichen, um übers Jahr zu kommen. Ja. Ja, man gewöhnt sich schnell dran. Das ist echt lecker, der Wein. Ich habe vorher nie Wein getrunken. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin eher so ein ab und zu mal ein Bier. Mhm. Ne? Im Schnitt denke ich mal einmal pro Woche ein Bier. Ja. Ne? Ja, ja. Also wenn ich es realistisch betrachte. Mhm. Und wenn ich zu viel trinke, dann bin ich danach krank. Und du weißt selber, als wenn du im Betrieb hast, dann habe ich eben noch mit Willem drüber gesprochen, weil es ist tatsächlich manchmal ein Problem in bestimmten Bereichen hier im Ahrtal, wo dann Helfer sind, wo der Alkohol eine zu große Rolle abends spielt. Und ja, da muss man echt aufpassen. Ne? Ja, natürlich. Das ist nicht gut, sage ich mal. Ja, ja. Kannst du dir als Betriebsleiter sowieso nicht erlauben. Und ich bin auch froh, dass ich da gar nicht für empfänglich bin. Ne? Ja. Jetzt im Moment mache ich das wirklich, um euch ein bisschen zu unterstützen. Ja, das ist auch super, und da, weil die Hilfe, die brauchen wir auch. Ne? Man kann das gar nicht oft genug sagen. Das ist alles noch nicht vorbei. Ja. Man sieht zwar so auf den ersten Blick und klar, das wird ruhiger, die Berichterstattung durch die Medien wird weniger, aber man merkt, so langsam wird das wieder mehr. Genau, ne? ich hab das Gefühl, dass es mehr wird mit den Medien. Also ich will jetzt nur mal ein bisschen angeben, ich sag mal, mein Plan ist ein bisschen aufgegangen. Mhm. Ne? Also Martin Rütter, das hat ja funktioniert irgendwie und Beate Wimmer und so weiter. Also es hat schon funktioniert. Dadurch, dass wir mit vielen Leuten jetzt berichten, Dieter Könnes, der Hardy. Mhm. Ja, ich habe das selber verfolgt. Willem sowieso. Mit Leidenschaft. Also ist morgens so meine erste Amthandlung. Aufstehen, Kaffee kochen, WPTV gucken, so einfach, dass man weiß, was los ist. Man ist selber so in seinem Ding hier, in seinem Betrieb und man guckt, dass man irgendwie jetzt noch bis zur Ernte, das ist so jetzt das Ziel, was ich mir jetzt so gesetzt habe. So die Ernte, wenn die Ernte drin ist, dann kommt mein Bruder im Keller, dann kann ich mal drei Gänge runterschalten. Ne? Man hat bis jetzt wirklich nur Vollgas, immer weiter, 12, 13, 15 Stunden Tage mindestens. Ja. Man hat einfach so viel zu organisieren. Die Helfer, die müssen organisiert werden, muss Material da sein. Ich habe bis letzte Woche noch einen Bus dazu gemietet, einfach, dass ich die Leute auch transportiert bekomme. Ach, hier den Bus? Den da vorne. Ne? Ja, den Bus. Ne? So, okay, ja. Ne? Das sind so Dinger, da muss man sich im Vorfeld Gedanken drüber machen. Wir sind bis jetzt einfach so mit zwei Bussen, also sprich mit 18 Personen, sind wir hingekommen. Das reicht dieses Jahr nicht durch diese ganze Pittelei, die wir haben. Also brauchen wir mehr Leute. Also habe ich mich dann dazu entschlossen, das mit den Helfern zu machen. Habe das jetzt mal eine Woche ausprobiert. Das hat sagenhaft gut funktioniert.
Es war überhaupt kein Problem, da einen Kontakt zu stricken. Und abends schickt man gerade eine WhatsApp und dann am nächsten Tag stehen die Helfer da. Wenn man sich dann auch so ein bisschen Gedanken darüber macht, so ich brauche 20 Leute, dann sagt man, okay, 18 reichen auch, weil dann kommen die wieder mit zwei Büchchen, passen alle rein, dann brauchen die nicht mit drei Büchchen fahren, wo eins halb leer fährt. Und so ordere ich mir die Leute wirklich punktgenau, sodass ich die Fahrzeuge alle komplett besetzt habe. Und was so zu unserer Strategie einfach passt, ne? So zu unseren Erntemengen. Ja, Beate schreibt gerade, ich soll unbedingt deinen Betrieb besuchen kommen. Ja, sie war ja schon da, genau. Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr. Ich finde das auch super. Wir haben echt so einen netten Kontakt, ob es Hardy ist, Beate, mit Dieter. Also ich habe mit überhaupt kein Problem und so soll das sein. Und mich wundert das wirklich, wie schnell sich der Mensch da anpasst. Ne? Du wirst überfallen von einer Flutwelle, aber jetzt 10 Wochen später, du hast es ja eigentlich im Griff. Das, was dir übrig geblieben ist von der Welle. Ja, ne? Doch, schon. Ja. Genau. Weil du ein Macher bist, ne? Weil du es in die Hand genommen hast und losging. Ja, mit der Hilfe dann. Also eben, da war ich auch mächtig stolz, dass du gesagt hast, da kamen die aus dem Westerwald, da dachte ich, bling, hat funktioniert. Ja, hat weil funktioniert. Ich habe das ja nicht mitgekriegt. Ich war ja nur in Waldpotzheim. Ich kann ja nicht für deinen Bereich hier sprechen. Wie heißt die Ortschaft nochmal? Heppingen. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Ne? Ich war ja nur fixiert auf meinen Bereich und hatte immer die Hoffnung, dass es überall funktioniert. Nee, ich fand das insgesamt eine grandiose Aktion. Weil viele sind halt einfach durch Hepping durchgefahren, weil noch keine andere Zufahrt da war. Da sind ganz viele, die von der Autobahn gekommen sind, die sind alle bei uns am Ort vorbeigefahren. Ne? Alle Hilfskräfte, alle Traktoren, das ist alles bei uns vorbeigekommen. Also ich konnte eigentlich immer nur gucken, ah, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der. Und konnte mich dann letztendlich nur, zum Beispiel, weil du dann viel da gepostet hast, konnte ich mir dann so ein bisschen vorstellen, ah, da sind sie jetzt und das war so jetzt mein kommunikatives Highlight, dass ich wirklich sehen konnte, ah, da passiert was, aber das hat mich halt von Anfang an begeistert, total. Hattet ihr den Handyempfang da unten bei euch? Zeitweise war der weg, aber ja, nachher ging es wieder. Nach wie vielen Tagen? Nach 3 Tagen. 3 Tage, ja, okay. Genau. Richtung Dernau, das hat glaube ich 10 Tage gedauert. Ja, das hat länger gedauert, genau. Ne? Deshalb konntest du auch gar nichts mitkriegen. Ich bin dann in das Tal gefahren, um mal was zu kommunizieren. Ja. Ging nicht, zack. Nee, ging nicht. Wir waren so mit allem allgemein da unten sehr, sehr schnell. Einfach weil wir diese Zufahrt hatten. Wir haben die einzige Brücke da unten im unteren Bereich von der A, die standgehalten hat, die haben wir da. Und da kam natürlich alles drüber. Ne? Problem war natürlich, wir kamen nicht raus, weil das Verkehrsaufkommen so immens hoch war. Bei uns aus der Ausfahrt hast du eine halbe Stunde gebraucht, bis dass du da mal weg warst. Ne? Also was haben wir dann gemacht? Das ist alles Mist, wir kommen hier nicht raus. Also hast du den Quad organisiert und bist querfeld eingefahren. Ne? Man musste agieren, nicht reagieren. Kreativ sein. Ne? Ja, genau. Ist einfach so. Ja. Und so haben wir das dann halt fortgeführt in allen Bereichen. Ja. Wenn man jetzt hier runter guckt, kannst du da mal was erklären? Das ist jetzt Bad Neuenahr-Ahrweiler genau, hier, oder was? Ne? Genau, richtig. Das ist Bad Neuenahr. Und da sieht man halt schön die A, die läuft genau da unten vor dem Steigenberger Hotel. Das ist dieses große weiße. Ach, da ist das. Wie krass ist das denn? Das ist das Spielcasino. Ja, genau. Genau. Ah, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, wo wir sind. Also hier ist Spielcasino. Da steht sogar ein Kran. Ja. Geht's denn da jetzt mal endlich vorwärts oder hast du da auch keinen Überblick? Oder? Nicht so richtig. Nee. Also ich gucke mir das eigentlich immer nur von oben. In der Stadt selber war ich jetzt in der ganzen Zeit 3-4 Mal vielleicht. Aber ansonsten treibe ich mich lieber hier oben rum. Ja, ja. Das ist auch schöner hier. Hier sind die Straßen frei und die Luft ist besser. Genau. Ja, wenn man jetzt hier so ein bisschen drüber guckt, dann das habe ich zum Beispiel sehr, sehr krass vernommen, einfach diese Geruchskulisse und der Staub, der wirklich überall da war. Also ich glaube, wir sind alle Mann ganz knapp an der Lungenentzündung vorbeigegangen, einfach diese Staubkulisse am Anfang. Ich hatte ja auch diesen Husten die ganze Zeit, die habe ich nicht mehr los. Also ich kenne das, ich reagiere da auch so drauf, also ich kenne diesen Husten, das ist... In der Ernte, wenn es dann staubt, hinten auf dem Hänger haben wir früher kleine Ballen gestapelt. Das war, da war es nur im Staub gestanden. Also meine Lunge, ich glaube, die hat schon einen guten Einweg. Und das war von hier oben sehr, sehr gut zu beobachten, wie so das ganze Tal aussah, wie Bangkok zur Rush Hour. Also wir haben jetzt 20 nach 5, sehe ich gerade. Dankeschön für euch. Passen alle auf mich auf hier. Und ich muss wirklich sagen, es war schön in Holland, mit Sicherheit, ne? 3 Tage irgendwie mal weg zu sein, aber im Endeffekt bist du doch mit dem Kopf die ganze Zeit hier. Ne? Ich kriege immer die ganzen Nachrichten, dann habe ich ja auch Maschinen jetzt aktuell hier laufen, dann geht es auch darum. Meine Frau, die ist fast verrückt geworden, die wollte mein Handy schon ins Meer schmeißen. Da habe ich gesagt, es ist nicht schlimm, ist wasserdicht. Ja, das war natürlich erholsam, aber im Endeffekt... habe ich mal auf die Weinkarte geguckt, da gab es keinen hier aus Ahrweiler, sondern irgendwo aus der Welt. Und dann habe ich gesagt, nee,
trinke ich mal ein Bier und dann fährst du wieder nach Haus. Ja. Nee. Ja. Ich muss schon los? Nee. Viertel nach sechs, hatte Beate eben gesagt, oder? Warum lachen die sich jetzt alle kaputt hier? Naja, egal. Mühe verziehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa eine halbe Stunde. Hast du noch mal eine Schwalbe gesehen, zufällig? Nee. Also gestern Abend, als wir nach Hause gekommen sind, hat bei uns, haben die Schwalben noch ein bisschen gezirpt in den Nestern. Bevor die einpennen, kommt noch mal so eine gute Nachtgeschichte von denen. Die Mähschwalben. Also es sind noch ein paar da, aber ich glaube, das ist jetzt vorbei. Also hier lässt sich immer schön beobachten, auf dieser Hochspannung hier oben. Ja. Da sitzen immer schön die Stare. Ne? Die sind jetzt aktuell noch oben in der Grafschaft. Und aber die ziehen eigentlich nicht mehr weg, ne? Nee, die bleiben hier tatsächlich. Aber ist ein Schauspiel für uns natürlich eine große Katastrophe, wenn diese starren Schwärme kommen. Gehen die auf die Trauben? Und wie? Und wie? Ui. Ja. Also ich bin ja der Meinung, ne? Der NABU behauptet ja, es wäre alles rückläufig, Schwalben, Stare, alles. Ja. Ich bin der Meinung und der ganz festen Meinung, und ich sage das nicht, um hier zu provozieren, es ist genau andersrum. Ja. Wir haben mehr Schwalben, wir haben starren Schwärme bei uns. Mhm. Normal kennst du solche Bilder, dann gehen die ja rum im Internet, wenn auf einmal so ein Riesenschwarm so ein Bild im Prinzip bildet in der untergehenden Sonne. Ja. Das haben wir bei uns auch. Mhm. Das ist nichts Besonderes mehr. Nö. Also diese Hochleitungen, die sitzen komplett voll mit Starren. Jetzt, die kommen jetzt demnächst, wenn das mit dem Obst in der Grafschaft oben erledigt ist, dann kommen die runtergezogen. Das ist meistens so, ich sag mal so um den 15. Oktober, so Mitte Oktober. Dann kommen die runter. Und dann sind halt hier Schwärme, die hier runterkommen, die machen die Sonne dunkel. So groß sind die. Ja. Ne? Und dann wird es für uns auch Zeit. Deswegen ist auch für uns so ein später Herbst hier immer so ein bisschen brenzlig, weil dann fangen die an zu naschen. Wenn so ein Vogelschwarm halt runtergeht, die räumen in so einem Sturzflug, die holen sich halt wirklich nur gezielt eine Beere und sind die wieder weg. Das geht in Sekundenbruchteilen. Die räumen dir, je nachdem, nach Größe, mal so 50 bis 100 Kilo räumen die dir so weg. Ja, die gucken immer nach der Öchselzahl, ob es sich lohnt, ne? Ja, genau. Und sich abends nochmal einen zu knallen. Die wissen schon, wo es gut schmeckt. Das kriegen die mit. Ja, und, aber da bin ich mit dir einer Meinung. Also dieses Rückläufige von Insekten, von Vögeln und so weiter, kann ich nicht behaupten. Sehe ich auch nicht. Also wenn ich jetzt über dir filme hier, da sind alles so schwarze kleine Hubschrauber in der Luft. Ja. Sehe ich auch so. Dieses Jahr ist ein Insektenjahr. Gestern war auch unsere Scheibe vom Auto, obwohl der einen super CW-Wert hat als E-Fahrzeug, war die Scheibe voll mit Insekten. Und tut mir leid, wir sind die ganze Zeit draußen, du genauso wie ich. Also ich bin in der Freizeit auch draußen. Ja. Mein Hobby ist die Natur und ich beobachte genau das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Das geht mir auch so, ja. Naja, das ist ja auch ein feuchtes Jahr. Das ist einfach logisch. Ne? Wenn du in der Wüste siehst du auch keine Insekten. Ne? Wenn du ein trockenes Jahr hast, Wasser fehlt überall. Ne? Und 3 Jahre Dürre war eher wenig da. Hat und dieses Jahr ist wieder alles gemacht. Anders. Ne? Hat allen zu schaffen gemacht, genau. Ja. Ich denke, ich verabschiede mich jetzt. Du musst nach Walpertsheim. Ja. Fahr gerade dahin zu der Übergabe. Mhm. Und vielleicht sehe ich den Martin gleich noch mit seinem Team. Keine Ahnung. Ja. Die sind am Helfer-Shuttle. Vielleicht fahre ich da auch noch vorbei. Ja. Ich habe nämlich heute ein bisschen frei bekommen. Oh, schön. Es gibt diesmal keinen Ärger. Ja, und, guck mal, wenn es sich zeitlich machen lässt. Wir werden so um, ich schätze mal, 5:30, 6 Uhr werden wir runterfahren. Um 6 Uhr kommt der Helferbus und fährt die dann wieder hoch. Hier die ganzen Leute, die bei uns sind. Und wir werden so ab, ja, ich sag mal so 6:30 werden wir da zu Hause verarbeiten im Keller. Vielleicht lässt es sich noch machen. Oder ich komme bei dir vorbei erstmal. Ja, gerne. Also... Ich überlege mal. Ja. Wie lange seid ihr dran dann? Das wird mit dem Verarbeiten, wenn wir um 5:30 zu Hause sind, so, ich sag mal so bis 7 Uhr. Also bis 19 Uhr auf jeden Fall. So lange gibt es auf jeden Fall das zu sehen, was auch eigentlich sehenswert ist, wie wir das verarbeiten, wie der so der weitere Prozess ist, wie es entrappt wird, wie das über den Sortiertisch geht, wie das dann in die Maischegärbehälter kommt. Super, super interessant. Also ich glaube, einer der wenigen Betriebe, die dann auch daheim so in der Form mit ihren alten Gerätschaften alles wieder instand so hinbekommen. Ich guck mal, dann komme ich gleich bei euch vorbei. Ne? Helfer-Shuttle danach. Kein Problem. Ich danke dir. Sehr gerne. Tolles Gespräch. Irgendwie sind die alle nett. Keine Ahnung, woran das liegt. Und hier wieder fleißiger Helfer. Ich habe jetzt den Termin mit der Beate und weißt du, wie der heißt, der das Fass kriegt? Das ist irgendeiner von Baris Ferraris. Ich kenne mich da nicht so aus. Der hat einen Doppelnamen. Ja, der hat es mir gesagt, ich habe es vergessen. Ja. Ja, genau. Ja, der war es, genau. Ja. Okay, dann bis gleich. Vielleicht kommt gleich nochmal ein Live-Video. Ich finde das immer toll. Ich berichte gerne über landwirtschaftliche Themen, über nette Menschen und ich habe hier beides angetroffen. Dementsprechend
Bis später. Tschüss.